Welche aktuellen Anlagetipps geben Sie Ihren Kunden? hat er vor seine altersvorsorge zu verbessern haben wir exzellente produkte von denen wir auch über einen längeren zeitraum sicher sind dass der kunde eine gute verzinsung bekommt hat der kunde eher vor vorsorgesparen allgemeiner art zu betreiben empfehlen wir ihm ein nicht zu langfristiges engagement das heißt also unter fünf jahren und dann wird eben die frage möchte ich mein geld sofort wiederhaben dann wird die spareinlage eine rolle spielen da sind die zinsen dann nicht sehr hoch kann ich es mir leisten zu sagen, innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre brauche ich über das Geld nicht zu disponieren. Dann gibt es Zertifikate, mit denen man schon etwas bessere Zinsen erreichen kann. Halten Sie bei steigenden Goldpreisen das Edelmetall für eine sinnvolle Investition? Nur dann, wenn man den Eindruck hat, dass unser Geld seinen Wert total verliert. Wenn man diesen Eindruck nicht hat, dann ist Gold sehr teuer im Moment. Und man muss für die Aufbewahrung von Gold Geld bezahlen. Man kriegt keine Zinsen. Also das heißt, dies sind eigentlich die zwei Aspekte. Ein dritter kommt hinzu. Wenn man rein spekulativ glaubt, dass Gold in den nächsten Monaten, weil viele Leute unsicher sind, noch stärker steigt, dann könnte dies eine Spekulation sein, die allerdings auch ein ganz beträchtliches Risiko enthält. Ich selbst besitze keine Goldbestände.